Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Wir sind hier in Assassin's Creed und hätten fast eine Horde Leute umgebracht. Denn wir haben hier bei 70 Metern Sperrgebiet und 19 Meter irgendwas. So, keine Ahnung, wer das ist, aber wir holen uns den eventuell. Meter? Wo ist denn das jetzt hier? Ich hörte, bei denen hält ein Baum die gesamte Schöpfung. Und eine Schlange haben sie auch. Klingt fast wie eine Apfelgeschichte. Ja, nicht mehr. Geh weg mit dem Eichhörnchen. Darf ich bitte sehr hoch? Danke, danke, danke. Können wir uns hier irgendwie... Hat sich schon erledigt. Das war jetzt eine schnelle Sache. Als ich das erste Mal für den Orden tötete, weinte ich. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Aber ich redete mir ein, dass ich nur mein Schicksal erfüllte. In den Stromschnellen, welche die Launen der Götter sind. Meine Taten waren nur Kieselsteine. Kieselsteine, die die Gischt vorträgt, sind harmlos wie Sand. Kieselsteine waren einst Gestein. So wie du. Boah. Voll in den Kopf reingehauen, das Ding, ne? Okay, jetzt haben wir also auch hier Hinweise für die Glocke bekommen. Okay. Finde ich nice. Und hier 4 von 6. Wird immer besser. Die nehmen wir noch gar nicht, ne? Bündnisse schmieden. Oder erkunden, ne? Untersucht die Schmiede neben den runden Ruinen auf dem Gelände der Abtei der Heiligen Abtei Alban in Ochsenforsche nördlich Lunden. Okay, nördlich Lunden. Abtei des Heiligen Albans. Okay, was müssen wir jetzt da machen? Neben den runden Ruinen. Okay, da würde man sagen, ich bin so doof, aber... Der Amboss neben den runden Ruinen. Auf dem Gelände hier, ne? Sieht schön aus. Er sieht echt schön aus. Aber runde Ruinen hier. Na gut, ich denke mal, wir gehen einfach mal hin. So, von da aus nach Osten segeln. Ja, gut, segeln nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ne?
Segeln können wir dann, wenn wir halt. Nee. Tipps durch Fischen. Fischen haben wir noch ein oder zwei Mal gemacht, mehr nicht, ne? Oh. Hast gerade einen Blitz eingeschlagen oder was? Wir sind tot. Doch nicht. Und heilen alles. Das ist doch nicht normal, ne? Aber wir haben es halt. War das ein Zeichen unserer Güte? Bei einem Blitzeinschlag finden wir also Gegenstände. Das ist auch noch interessant, ne? Ich dachte, es wäre jetzt ein Blitzeinschlag. Muss ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so stimmt. Aber für mich sah es aus, als wäre es ein Blitzeinschlag. Muss man vielleicht mal in der Aufnahme nach, also wirklich dann schauen, was das wirklich war. Weil so genau kann ich auch nicht sagen. Es war ja ein Moment. Nicht mal eine Sekunde. So, das Pferd lädt wieder auf. Der Balken kommt wieder. Komm. Oh. Put. Ach, 700 Meter. Die Hälfte, cool. Entschuldigung, tut mir leid. Wollte ich nicht. Also wirklich, bin ich jemand, der im echten Leben würde ich ja, sehe ich es wirklich nicht ein, warum man Gewalt anwenden soll. Und im Spiel eher auch. Aber manchmal ist es halt nicht ohne. Also wenn das Spiel das möchte, muss man es halt machen. Bei den Rundenruinen. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ja, das stimmt. Los, Sünen. Haben wir schon. Ach, komm jetzt. Genug jetzt. Wir schaffen das. Finde ich gut. Hier ist ja irgendein rundes Ding. Man muss ja ein Hinweis sein. Weißt du, ein Lama-Esel, aber dafür lebe ich dann am Schluss noch. Bob, hast du nicht so bieten? Runde. Okay, also hier muss ja irgendwo ein Amboss geben. Hier ist nur das Wespennest, das Lager der Untoten. Ich möchte keinen Streit anfangen, ehrlich. Noch hier nicht. Oh, noch ein zweiter hier.
Ich weiß nicht so recht. Hey! Man darf nicht mal... Ah, ist hier der Amboss? Hinweis gefunden! Perfekt! Perfektissimo! Und wo ist der Kerl? Okay, dann machen wir uns dahin und holen uns den wunderschönen Herr der Pfeile. Ich hoffe mal bei der nächsten Session, dass die verschwinden. Geht wunderschön auf. Die Folge geht noch 5 Minuten und der Zopf oder die Zöpfe im Ofen haben noch 10 Minuten. Das geht wunderschön auf. Kann ich hier alles runterfahren, dicht im Schicht und Schacht machen und dann die der Sonne. Ich habe ein Kilo Zopf gemacht und habe daraus dann 2 Zöpfe an 500 Gramm gemacht. Und ich muss sagen, wir haben die gestern Abend ja um 7:30, 8 Uhr gemacht. Also ich habe das angefangen, zusammenzukneten und musste dann die Kleine ins Bett bringen. Und dann hat meine Freundin noch geknetet. So. Ich habe ein Boot gebaut, um meine Familie in Sicherheit zu bringen. Und was ist mit den Waisen, die du zurückgelassen hast? Bekommen die ein Boot? Diese Bande von Bastarden? Sie sind die letzten, die noch über Englerland herrschten. Wir stammten aus dem Königreich Witcher. Jetzt werden wir von missionierten Versagern regiert. Patrick ist tot. Nur ein Hinweis. Okay. Heißt also... Die Leier ist ein Mann. Die Leier hat braune Haare, einen Schnurrbart und einen Spitzbart. Lebt in Grandabökschir. Grandabökschir und auf dem Markt. Boah, das ist schon wieder. Ich bin doch so doof. Hier. Wir gehen mal hier ins Dörfchen und gucken mal der Markt und ob wir da einen grünen Mann finden, auf dem, also einen Mann mit einem grünen, olivgrünen Umhang oder irgendwo. Muss ja schon zu finden sein. Aber Grandabökschir haben wir ja auch schon aufgeräumt. Der Ort versteckt sich einfach nur ganz gut, ne? So, gehe ich wohl richtig? Ja, doch. Passt schon. Das ist der Händler oder ist das irgend so ein Markt? Ja gut, halt der Markt in der Mitte, ne? Gut, er muss ja auf den Markt gehen, da er... Er es auch Essen besorgen muss, je nachdem, was er dann für ein Gehöft hat oder so, muss das ja schon stimmen, ne? Aber ich glaube, es ist hier früher Morgen. Es ist meine Arbeit, aber die Leute haben echt die komischsten Aufträge heutzutage. Ja. Komm jederzeit wieder, Eivor. Was ist denn das hier?
Suchst du was Bestimmtes? Mal gucken. Das könnte sehr nützlich sein. Das ist ein sehr schönes Stück. Das nehme ich dir sehr gerne ab. Einmal 2000 Plunder für 2000 verkaufen. Das sieht großartig aus. Achso, ein Tutorial für Händler. Okay, alles klar. Das ist alles ein Entwurf, ne? Ja, warum nicht? Tattoos gibt es ja auch noch. Okay, die geht's am meisten. Und dann auf Frisuren und verschiedenes. Fantastische Fischwesen, wo sie so finden sind. Oh, das ist ja schön. War's das? Die Fischwesen. Wir sehen uns bald wieder. Oh. Wie konnte man hier nochmal meditieren? Okay. Aber ist hier wirklich der Markt? Muss ja irgendwie schon sein. Ein grünes Hemd und ist gerne hier auf dem Markt. Er lebt hier. Oh je, du. Aber hier ist wirklich der Markt. Ich kann sagen, das ist der Markt. Ja, der Kollege hier gelebt, dann hol der Maid. Kantabrückschi ist schon ein bisschen größer als gedacht, ne? Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Und fragen wir uns eventuell, ja, wo der ist. Aber das finden wir doch alles tippetoppe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Ich habe ein bisschen überzogen und ich habe nur noch 2 Minuten, bis die Zöpfe aus dem Ofen müssen. Danke sehr fürs Zuschauen. Das war's. Danke. Tschüss. Und ciao.